kannst du einen zweiten Center-Lautsprecher über der Leinwand aufhängen, damit die Stimmen mehr in die Bildmitte rücken? Das ist eine sehr gute Frage, die ziemlich oft gestellt wird. Die Antwort kommt nach dem Intro. Einen richtig coolen Kinoeffekt hast du eigentlich immer erst dann, wenn die Sprache genau aus der Leinwand rauskommt. Und dummerweise, der Center steht meistens unten drunter und damit geht das nicht so richtig. Selbst wenn du den anwinkelst, die Sprache kommt niemals von hier oben, sondern sie wird immer von da unten kommen. Jetzt gibt es da so ein paar nette Ideen dazu, nämlich unter anderem die, dass man sich einen zweiten Center über die Leinwand hängt, um damit so eine Art Phantom-Center zwischen diesen beiden Lautsprechern zu bilden und die Sprache aus dieser Höhe kommen zu lassen. Ist allerdings keine allzu gute Idee. Das einfach mal an dieser Stelle vorweg gesagt. Und es hat einfach auch zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund ist der, dass du zwei Center-Lautsprecher nicht mal ebenso an deinem AV-Receiver anschließen kannst. Ja, das bedeutet, wenn du versuchst, zwei Center parallel oder in Reihe anzuschließen, wird dein AV-Receiver wahrscheinlich irgendwann in die Knie gehen. Entweder weil es ihn einfach überlastet oder alternativ, es wird nicht mehr so wahnsinnig viel rauskommen aus diesen beiden Lautsprechern, weil einfach die Leistung nicht dafür genügt. So, das ist also keine wirkliche Option. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist die, dass du vielleicht einen alten AV-Receiver noch mit dazu nimmst, irgendein ausrangiertes Vorgängermodell oder sowas, was du vielleicht noch rumstehen hast. Und du würdest jetzt diesen AV-Receiver praktisch nur für diese beiden Center einsetzen. So, und das ist auch gar keine so blöde Idee, weil es gibt ein zweites Problem. Nicht nur das Anschließen, sondern das zweite Problem sind die Abstände. Der untere Center hat normalerweise immer einen viel kürzeren Abstand zu deinem Hörplatz als der obere. Der obere, da geht der Schall quasi diagonal durch den Raum nach unten. Das heißt, da wird der Weg immer ein paar Zentimeter länger sein als bei dem oberen. Du müsstest den so wahrscheinlich einen halben Meter in den Raum reinziehen, damit am Ende diese Abstände genau ausgeglichen sind. Das wirst du wahrscheinlich nicht machen wollen. So, und deshalb gibt es ja eine kleine Folge davon. Die Folge ist, dass der Schall, wenn er zur gleichen Zeit von beiden Zentren losgeschickt wird, zu unterschiedlichen Zeiten bei dir am Hörplatz eintrifft. Und das führt dazu, dass die beiden Signale nicht mehr in Phase sind und dass du in sehr vielen Bereichen einfach Auslöschung bekommen wirst. Ja, das ist ein ziemlich blöder Effekt und das wird letztendlich dazu führen, dass zwei Center niemals besser klingen werden als einer. So. Wie kannst du das Ganze verhindern? Da kommt jetzt der zweite AV-Receiver ins Spiel. Du müsstest aus deinem jetzigen aktuellen AV-Receiver über den Center-Pre-Out-Ausgang, sofern vorhanden, das Signal rausziehen, über ein Y-Kabel aufteilen und dann in einen zweiten AV-Receiver zum Beispiel rein, analoger Eingang. Dann schließt du die beiden Center als linken und rechten Lautsprecher an und dann hast du die Möglichkeit, über die Abstandseinstellung dieser Lautsprecher beziehungsweise über die Verzögerungszeit, die ja da dahinter liegt, das Ganze anzupassen. Das heißt, du kannst den unteren Center ein bisschen mehr verzögern als den oberen Center und dadurch kannst du die beiden Signale wieder in Phase bringen, sodass sie absolut perfekt zur gleichen Zeit an deinem Hörplatz ankommen. Ja, das ist soweit die Theorie, wo das auch ganz gut funktioniert oder eigentlich sogar viel besser funktioniert, ist, wenn du einfach ein richtiges DSP dahinter schalten würdest und dann einfach eine separate Endstufe, dann muss es kein so ein riesen AV-Receiver sein, der sowieso ja immer so ein bisschen beschränkte Leistung hat. Aber das ist dann schon ein bisschen, ich würde sagen, fast der Profibereich, da wirst du wahrscheinlich auch schon über diesen Punkt drüber sein, wo du dir überhaupt über so eine Lösung Gedanken machst. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also ein ganz wichtiger Punkt ist vor allem auch der, es gibt ja grundsätzlich einen Top-Center, ja, nur eben bei Auro 3D. Das heißt, ab Auro 3D 10.1 ist der Top-Center grundsätzlich vorhanden. Das ist einfach nur die Frage, erstens mal, hast du einen AV-Receiver, der überhaupt Auro 3D unterstützt, der es auch bis 10.1 unterstützt? Und die zweite Frage ist, wenn das soweit gegeben ist, kann dieser AV-Receiver überhaupt auch die Dialoge aus dem unteren Center auch ein bisschen mit nach oben ziehen auf den Top-Center, um eben genau diesen Effekt hinzukriegen. Das ist dann meistens so eine Funktion, die nennt sich Dialog Lift oder sowas in der Richtung. Muss man immer schauen, je nach Hersteller ein bisschen anders, ob es überhaupt vorhanden ist oder ob nicht. Dann ist das auf jeden Fall somit die beste Lösung, die du machen kannst, ohne viel probieren, ohne Spielereien. Wenn du
grundsätzlich jetzt sagst, nee, das ist mir zu viel Aufwand, da mit einem zusätzlichen AV-Receiver das alles einzustellen, ist völlig berechtigt, denn es ist letztendlich auch so, du müsstest diese Einstellung, diese Anpassung der Phase von diesen beiden Centern definitiv auch am besten messtechnisch ermitteln. Das heißt, du müsstest wirklich mal das ganze System vermessen und schauen, liegt denn jetzt die Phase wirklich genau übereinander? Denn sobald du da die kleinste Abweichung hast, wird der Ton letztendlich immer schlechter sein als von einem einzelnen Lautsprecher. So, deshalb, ich würde mal sagen, schlag's dir aus dem Kopf. Ja, das ist der beste Rat, den man da geben kann. Wenn du wirklich weißt, was du tust, kann man sowas mal probieren. Aber im Normalfall ist es einfach keine Lösung, sich einfach mal kurz einen zweiten Center da oben hinzuhängen. Musik.